Diese Flammen lassen sich nicht so einfach bändigen. Als am späten Abend die Feuerwehr im Lausiger Ortsteil Kossa eintrifft, sind Feuer und Rauch bereits von Weitem zu sehen. Die Gefahr ist groß, dass das Feuer sich auf die Nachbarhäuser ausbreitet. Doch auch, weil die Kameraden schnell handeln, wird keiner verletzt. Rechtzeitig bringen sie drei Kinder, Eltern und Großvater in Sicherheit und versuchen alles, um den Großbrand einzudämmen. Es ist eine Tischlerei, die hinter einem Wohngebäude gebaut ist. Die Tischlerei hat eine Grundfläche von 500 Quadratmeter. Dadurch ist eine relativ hohe Brandlast vorhanden. In der Tischlerei findet man natürlich relativ viel Holz und Späne vor, die natürlich in Brand geraten sind. Und der Brand hat sich aufgrund der großen Wärmeentwicklung auch schon auf das Außengelände, auf Holzspäne, die dort lagerten, ausgebreitet. Wie das Feuer entstanden ist, ermittelt jetzt die Polizei. Zunächst habe ein Holzstapel Feuer gefangen, Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Die Löscharbeiten dauerten bis zum frühen Morgen an. Über Nacht wurde hier eine Existenz ausgelöscht, die Tischlerei komplett zerstört. Für den Besitzer kaum zu fassen. Erst am Vormittag kann er die Folgen des heftigen Brands in Augenschein nehmen. Schrecklich, ja. Man sieht das, was man über Jahre aufgebaut hat, wirklich schwer in Asche aufgehen. Und da war ja das Hauptgebäude mit den Maschinen eigentlich noch gut. Also wir dachten zumindest nicht, dass das auch mit betroffen wird, aber es ist dann im Laufe des Feuers komplett mit ausgebrannt. Der Tischlermeister geht von mehreren 100.000 Euro Schaden aus. Aufgeben will er aber nicht. Er hofft, dass die Versicherung zahlt und die Brandursache schnell gefunden wird. Direkt am Brandort in Kossa steht jetzt live für uns mein Kollege Daniel Johe. Haben denn, Daniel, die Brandursachenermittler inzwischen ihre Arbeit aufnehmen können? Ja, die Brandursachenermittler waren bis vor wenigen Minuten hier und die haben wirklich mehrere Stunden ermittelt. Und das mit einem Aufwand, den man wirklich nur ganz selten sieht nach solchen Bränden. Die sind hier mit einem Polizeihubschrauber angekommen und mit diesem Polizeihubschrauber mehrere Male über das Gebäude gekreist, immer wieder gelandet, dann wieder neu aufgestiegen. Und das große Ziel war, mit einer Wärmebildkamera Bilder zu machen, um dann im Nachhinein zu erkennen, wie sich der Brand ausgebreitet hat anhand der Wärmeentwicklung, die man eben möglicherweise trotz des vielen Löschwassers noch nachvollziehen kann. Und dann geht es darum, diese These zu erhärten, dass der Brand außerhalb des Gebäudes ausgebrochen ist. Und deswegen ist ja Brandstiftung im Moment noch sehr, sehr wahrscheinlich. Fakt ist, wenn man sich hinter den Mauern sich das Ganze anschaut, da ist da im Grunde alles zerstört. Also entweder durch die Flammen oder durchs Löschwasser. Man sieht es ja im Moment noch massiv aus der Decke tropfen. Die Decke ist durchnässt und das geht noch ein ganzes Stück weiter. Also dieses Gebäude ist noch viel größer, als man das jetzt hier von außen sieht. Und wir können noch mal ganz kurz mit dem Matthias Göttert sprechen, dem Inhaber. Wir haben Sie im Beitrag eben auch schon gesehen und gehört, dass Sie unbedingt weitermachen wollen. Aber wie soll das gehen? Die Aufträge abarbeiten ohne die Maschinen, die stehen ja alle unter Wasser. Ja, wir wollen versuchen, eine Tischlerei zu finden, wo wir uns einmieten können oder mit den Kollegen zusammenarbeiten können, um unsere Aufträge abzuarbeiten und dann vielleicht im Nachgang die Tischlerei wieder aufzubauen. Wie war das für Sie heute Nacht? Sie haben mir eben im Vorgespräch erzählt, Sie wohnen direkt hinten dran. Das heißt, obwohl die Feuerwehr sehr, sehr schnell da war, waren Sie noch schneller da. Sie sind sogar ins brennende Gebäude noch reingegangen. Was haben Sie da gemacht? Wir haben, also mein Nachbar zusammen mit mir, versucht, mit den Feuerlöschern das Gebäude erstmal von außen die Flammen wegzuhalten. Dann haben wir gemerkt, es reicht nicht. Sind wir nach innen und haben versucht, von innen die Fenster, die Glasscheiben mit dem Feuerlöscher zu kühlen. Aber als wir gemerkt haben, dass das auch nichts bringt, sind die Flammen reingebrochen. Dann sind wir hoch ins Büro, haben dort noch Laptop und Unterlagen gesichert und mussten dann aber raus. Dann war die Feuerwehr auch da und wir durften das Gebäude nicht mehr betreten. Also Sie haben noch gerade so ein kleines bisschen retten können, aber die große Sache ist alles zerstört worden. Ich danke Ihnen erstmal, dass Sie trotz der schwierigen Situation kurz Zeit hatten. Und Fakt ist, dass jetzt wirklich schwierige Stunden, Wochen und wahrscheinlich auch Monate anstehen hier für die Tischlerei. Und wenn man das hier alles sieht, kann man nur hoffen, dass die schnell eine Lösung finden. Was hier wirklich beeindruckend ist, dass im Moment alle versuchen, hier keine Resignation aufkommen zu lassen, trotz der großen Zerstörung. Ja, doch, wir wünschen dem Tischlermeister natürlich alles Gute. Daniel Johe war das live aus dem Nordsächsischen Kossa. Vielen Dank für die Informationen.